Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und auch zu Hause, herzlich willkommen im sozialdemokratischen Gemüsegarten. Zumindest hatte ich so ein bisschen den Eindruck gerade eben. Herr Müller sagte ja gerade eben so ein bisschen was zu der Genese dieser Idee und der Antrag, wie es auch vorher war, noch vor 2012, als es uns die Piraten hier noch nicht im Landtag gab. Jetzt ist es so, wir sind nicht der Akteur von früher, wir sind nicht die Partei von früher, sondern wir sind die Partei von jetzt. Deswegen erlaube ich mir einfach auch mal so ein bisschen allgemeiner halt eben zu dieser Sache zu sprechen, um auch eben den Zuschauern und den Personen hier, die damit noch nicht konfrontiert worden sind, zu erläutern, worum geht es eigentlich hier. Sportmotorische Tests sind Bewegungsformen und Aufgaben, die spielerisch durchgeführt werden und Aussagen über den aktuellen Stand der sportlichen Fähigkeiten erlauben. Mit diesen Instrumenten kann durchaus Förderbedarf identifiziert werden. Und die Testergebnisse in Kombination mit der Schulnote könnten gerade für Eltern eine wichtige Information über das Bewegungsverhalten der Kinder sein. Der Test alleine ist allerdings nicht ausreichend. Wir erachten es nicht für sinnvoll, sportmotorische Tests um der sportmotorischen Tests willen einzuführen, frei nach dem Motto, wir führen einen Test ein und testen und dann lehnen wir uns zurück. Wichtig ist, was nach dem Test passiert. Und ich hoffe, darum wird es auch in den Beratungen im Ausschuss gehen. Wer interpretiert die Ergebnisse? Wie werden die Ergebnisse den Eltern zugetragen? Und vor allem, wie sind die Ergebnisse mit einem Fördersystem verzahnt? Ich versuche mich jetzt gleich mal als Wahrsager, Frau Schäfer wird jetzt gleich nach mir sprechen, vermutlich werden Sie gleich sagen, dass es in NRW ein wunderbares Fördersystem bereits gibt, was auch ohne sportmotorischer Tests auskommt. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Wir Piraten haben schon letztes Jahr, fast ein halbes Jahr lang im Ausschuss, im Sportausschuss mit kleinen Anfragen versucht, uns diesem Thema zu nähern, weil wir auch wussten, dass irgendwann halt das Ding im Plenum aufploppt. Aber Frau Schäfer, Sie wissen weder, wie viele Kinder den kompensatorischen Sportunterricht wahrnehmen, noch welche Lehrkräfte diesen Unterricht durchführen. Das hat sich herausgestellt. Und gerade in Grundschulen sieht die Situation von geeigneten Lehrkräften sehr dürftig aus. Darauf geht der Entschließungsantrag nicht mit einer Silbe ein. Uns geht es um qualifiziertes Lehrpersonal, uns geht es um die Menge an qualifizierten Lehrpersonal. Und ich sage Ihnen, dass die 470 Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung, wie sie heißen, bei über 6.000 Schulen in NRW nicht ausreichen. Ganz zu schweigen von den Sportlehrkräften in den Grundschulen, denn die können Sie in der Regel in der Region an der Hand abzählen, wenn Sie es denn könnten, weil wirkliche Zahlen gibt es nicht wirklich. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir nicht gegen die Einführung von sportmotorischen Tests sind. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir nach einer ehrlichen Debatte im Ausschuss auch durchaus zusammen was machen können. Wir sind aber der Meinung, dass eine sinnvolle Verzahnung von Test und anschließender Förderung Voraussetzung für das Gelingen von sportmotorischen Tests sind. Das jetzige Fördersystem für kompensatorischen Sport in NRW ist mangelhaft bis nicht vorhanden. Daher ist es nur schwer möglich, eine derartige Verzahnung mit Leben zu füllen. Und hier gilt es, Verbesserungen zu erreichen. Und das sagen auch die Experten, wenn man sich eben die Expertenanhörung aus dem Jahre 2011 mal wirklich durchliest. Und da sind wir kein Stück weiter. Und daran sollten wir arbeiten. Und meine Damen und Herren, man kann das eine tun, das andere nicht lassen. Ich denke, wir werden da im Ausschuss einen gemeinsamen Weg finden. Und ich würde mich auch sehr freuen, Frau Löhrmann, wenn Sie vielleicht auch mal im Sportausschuss dabei sein könnten, weil ich denke, mit Ihrem Aufgabenbereich und Ihrem Referat gibt es sehr viele Überschneidungspunkte. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Lambner. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schäfer.